Song. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Anno 1404 Venedig. Ich habe schon mal angefangen, noch ein paar mehr Nomadenhütten zu bauen, denn wir brauchen ja... Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Ja, danke. Wir brauchen ja für unsere Gewürzfarm 145 Nomaden. Und ja, die haben wir natürlich jetzt noch nicht. Die ziehen alle noch ein. Wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, also was eben genau. Oh, es das ist Wachstum was. Ihrer ja. Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Eure Stadt wird immer beeindruckender. Ja, das ist nett. Dankeschön. So ein bisschen gucken, dass unser Holzfäller hier, tja, ein bisschen schneller arbeitet. Weil sonst können wir unsere Farm gar nicht bauen. Ein Holz, ja. Wir stehen hier einfach hier hin. Bauen wir hier eine Straße. Einmal quer rüber. Genau. Und dann werden wir hier Felder bauen. Wir setzen jetzt hier unsere Felder. Gucken wir mal, ob das reicht. Wie viel darf ich? 4. Naja, das passt doch. Super. Schauen wir mal, wie weit die Produktion denn ansteigt. Produktion wird demnächst aufgenommen. Super. Wir brauchen ja unsere Nomaden. Eine Ziegenfarm. Gut, dafür brauchen wir erst wieder Holz. Und ich habe gerade mein Schiff hier hochgeschickt. Diese Geschenkurkunde wieder mit. Dann können wir die im Orient gleich wieder abgeben. Ja, ist klar, jetzt muss ich erst mal bezahlen. Gegen ein gutes Geschäft habe ich. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Okay. Lord Northbower bietet Ihnen folgenden Auftrag an. Liefern Sie folgende Ware zum Schiff auf See. Ja. Ach so, die Ware soll ich selber organisieren. Naja, ist ja toll. Okay. Dann, ich habe die Kamera wieder gedreht, weiß wieder nicht, wo ich bin. Orientierungslos. Genau, dann holen wir uns jetzt erstmal die Waren ab, die wir brauchen. Und in der Zwischenzeit gucken wir, ob wir genug Holz haben. Nein, haben wir immer noch nicht. Und ich habe dieses Schiff, was mir vom Orient geschenkt wurde, schon mal hier platziert. Denn das wird mein Schiff zum, Gewürze handeln. Bin jetzt nicht auf dieses Wort Gewürze gekommen. Ja, das muss dann ja die Gewürze hin und her kutschen. Und ja, er ist noch unterwegs. Okay, wie sieht es hier eigentlich aus? Hier haben wir jetzt ja ein bisschen vernachlässigt. Was braucht ihr? Ihr braucht eigentlich immer noch nur diese Gewürze, ne? Der Rest noch ist nie komplett. War das Leben so schön, findet ihr nicht? Ja, finde ich auch. Total toll. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen hier auf Geld. Das bringt uns ein bisschen mehr Kohle in die Kasse. Ja, da müssen sie durch, ne? Ausgeglichene Bürger, 115. So einfach zwischendrin immer mal unsere Kasse wieder etwas aufpeppen. Ja. Und schauen wir mal. Dann können wir wieder zurückgehen. 5 Holz. Super. Dann können wir nämlich die Ziegenfarm bauen. Und das ist jetzt die Frage. Die braucht auch Grün, ne? Ich möchte aber ganz ehrlich 3 Werkzeuge. Nein. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns ein paar mehr Werkzeuge holen. Dann setze ich das auch hier hin. Und dann werden wir mal gucken, dass wir an unserer Werft hier müssen. Wir müssen ja irgendwie hier unser Schiff reparieren können. So, was soll der bringen? 5 Tonnen Holz, 3 Tonnen Werkzeug. Okay, warte schon.
Ist ja nicht schlimm. So, wir gucken mal, wo ich hin muss. Dahin. Dann düsen wir einfach mal dahin. Ja. Ganz, ganz einfach. In der Zwischenzeit, bis das andere Schiff da ist, können wir ja mal gucken. Hafenmeisterei. Ja. Kleines Lagerhaus hatten wir schon. Reparaturkran. Okay, dann muss ich erst eine Kaimauer bauen. Die stellen wir hier hin. Die kommt da hin. Wir brauchen es ja sowieso. Ja, wir kommen ja nicht drum herum. Dann kommt hier unser... Ja, stellen wir den da hin. So, jetzt sind die da. Gut, nun könnt ihr das beschädigte Schiff zur Reparatur in den Hafen schicken. Ach, gucke mal, die hat schon Krams drauf gehabt. Na, so ein Schwachsinn. Ja, dann fahre ich wieder zurück. Da hätte ich vielleicht erst gucken sollen. Aber nur so ist es. Kann man ja nicht ändern. Okay. Wir brauchen ja eigentlich nur die Werkzeuge. Na, das Holz lagere ich jetzt hier trotzdem zwischen, weil, ja, nützt uns ja alles nichts. So, unser großes Schiffchen fährt hier hinten hin, bringt das Zeugs los. Und danach werden wir das hier runterschicken, diese Geschenkurkunde abliefern. Da kommt sie. Daria. So, können wir hier schon? Ja, jetzt, ne? Nee, ich möchte ja zack, 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 zack. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Und Datteln. Gut, dann sind wir hier in der Lage, für unsere Nomaden erstmal diese kleine Noria zu bauen. Ich glaube, das wäre hier ganz sinnvoll. Nee, die braucht gar keine Straße, ne? Nee. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Ja, das ist schön. Damit beschäftige ich mich aber jetzt nicht. Weil eigentlich kann man hier richtig zugucken, wie der Bereich größer und größer und größer wird. Aber irgendwie ist das offensichtlich gerade nicht so der Fall. In der Zeit gucken wir mal, was unser Schiffchen hier macht. Das muss noch ein ganzes Eck weiter. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Ja, toll, ne? Vielleicht tatsächlich mal gucken, dass man sich denn langsam aber sicher in diese Region begibt. Eine Insel wurde ausgemacht. Ja, noch eine Insel. Da müssen wir ja gucken, wo wir hier hin müssen. Da müssen wir hin. Muss beliefert werden. Gut, da reisen wir hin. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Ja. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. Das ist schön. So, dann kann der abwackeln. Ast rein. So was macht man jetzt zuerst. Ich glaube, wir reparieren uns zuerst. Ich glaube, das macht deutlich mehr Sinn, als jetzt doch nochmal da runter zu fahren. Auf dem Weg nach unten, denn um unsere Urkunde abzugeben, werde ich hier anhalten und gleich nochmal ein paar Werkzeuge loswerden. Hanf ist gut, den kann ich hier gleich ablagern. Und dann einen schönen Mosaik. Ich möchte keinen Mosaik. So. Dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn hier? Maximal Gewürze. Sehr schön. Dann war doch das hier irgendwo Routenplanung von Route erstellen. Handelsroute 1, die nennen wir mal um. In Gewürze. Konto hinzufügen von Röschenhof. Linksklick zeigt Waren, die an dieser Station auf das Schiff geladen werden können. Und das sollen die Gewürze sein. Bis Maximum. Und dann fährt er zurück nach Wolfshafen und lädt dort die Gewürze wieder ab. Das Schiff hinzufügen, das ist dieses.
Und ja, muss ich das speichern? Nö, sieht ja schon gut aus, ne? Ihr solltet unbedingt einen Hafen bauen. Schließlich ist die Schifffahrt ein wichtiger Stützpfeiler eurer Wirtschaft. Ja, ja, ja. Immer dieses Hafengebaue. Gut, die fährt jetzt los, sorgt für die Gewürze, damit unsere Bürger zufrieden sind. Und nur wenn die zufrieden sind, können wir ausbauen, ne? Was werden die dann? Dies sind die ersten Baupläne, die ich euch aushändigen kann. Kann ich noch gar nicht sehen. Patricia, glaube ich, ne? Okay. Jetzt können wir aber immerhin unsere Ziegenfarm hier bauen. Und die machen wir natürlich... Ja. Auf das eine Feld können wir, glaube ich, verzichten, ne? So, die Ziegenfarm. 3 Felder. 1, 2, 3. Ja, und los geht's. Dann sind unsere Nomaden hier auch glücklich. Denn die brauchen unbedingt Trinken, ne? Sonst können die sich wieder nicht weiterentwickeln. Da muss man noch eine Moschee bauen und den Schnicki-Schnacki. Das machen wir denn alles, wenn sie es brauchen. Erstmal geht es ja wirklich nur um die Gewürze. Und dass die hier halt überleben, ne? Interessant wäre ja jetzt, ich glaube, diese Brunnen können doch irgendwann mal erschöpft sein. Aber das liegt ja direkt so am Wasser. Ja gut, aber das ist ja Meerwasser, Salzwasser. Das nutzt jetzt hier für den Brunnen wahrscheinlich nichts. Das könnten die ja gleich auch so eine Entsalzungsanlage bauen. Muss meine Kamera wieder drehen. Man gewöhnt sich so an eine Einstellung, ja. Und ja, ich werde erstmal hier reparieren. Definitiv. Ist das jetzt schon meins? Die Daria? Ja. Und die hat immer noch den Kram hier drauf. Oh Mann. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne? Also ich bin ganz schön vergesslich, muss ich mal sagen. So, was machen unsere Bürgerlein? Das kann man ja, wie gesagt, leider nicht ausbauen. Hier, Patricia. Voraussetzungen sind ja schon mal erfüllt. Schon mal sehr, sehr gut. Gibt es hier wieder irgendwas Interessantes? Jemanden zum Suchen? Heute nicht? Schade eigentlich. Sind alle brav, keiner ausgebüxt. Keine Braut, keine Nonne. Errichten Sie Hafengebäude im Einflussradius vom Kontor oder Hafenmeisterei. Ja. Was wollt ihr denn hier noch von uns, Mensch? Was sollen wir? Hafengebäude bauen? Wir können ja hier so eine kleine Werft bauen. Ja, das können wir mal machen. Und das reicht ihm auch schon wieder nicht, ne? So, repariert die sich jetzt automatisch? Kann ja mal ranzoomen. Reparaturkran. Der Schaden wird gerade repariert. Na, seht ihr mal, funktioniert. Astrein. Es lauern Gefahren auf hoher See. Ihr solltet euch dagegen wappnen. Ja. Alles gut. So, den Hand lassen wir gleich mal hier. Ja, den Rest nehmen wir mit. Ja, nun muss ich erstmal gucken. Mein Schiff muss erstmal voll repariert sein, bevor ich hier irgendetwas eskortieren kann. Ja, dafür muss ich zurück zu ihm. Naja, gut, das können wir ja machen. Und ach hier, unsere Daria ist schon wieder da. Mensch, ich will die ganze Zeit das, was die im Buch noch hat, mitnehmen. Wie viel hat die denn eigentlich? Ach du, immer nur so ein paar. Da müssen wir doch mal schauen, ob das für unsere Bürgerchen schon reicht. Na, guck an. Okay, die haben nicht genug Kleidung. Das ist nicht gut. Denn... Den gehen wir hier mal drauf und nehmen die Kleidung weg, dass hier keine Kleidung mehr verkauft wird, ne? Dass sie ihr Bedürfnis da schön erfüllen können. Ist die jetzt wieder voll? 600 von 600 Punkten, na das ist doch geil. So, dann geht's ab hierher
Und ich würde sagen, die Eskorte machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.